Gibt es Dinge, die du bisher bereut hast? Also ich denke mal, sie meint das mit Sprechen. Also gibt es irgendwie so Rollen, wo du im Nachhinein denkst, du musst es natürlich jetzt nicht sagen, welche genau oder so, aber wo du wirklich gesagt hast, so würde ich nicht nochmal machen? Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, ist in den ganzen vielen Jahren noch nicht passiert. Okay. Sicher, es gibt immer, wie sage ich immer, es gibt immer Pflicht und Kür. Ich muss ja auch mein Geld verdienen, dann gibt es auch Rollen, wo du sagst, ja, pff, ja. Aber die macht man dann eben halt, ne? Ja, Ja. verdienst dann eben dein Geld mit. Nichtsdestotrotz muss das ja auch ordentlich gemacht werden, aber da hat man selber weniger eigene Freude bei, ne? Und dann gibt es eben richtig tolle Rollen oder Figuren, wo man mit einer großen Freude hingeht. Das sind halt mal so die Highlights. Ja. Es gibt auf jeden Fall beides, aber es ist nicht eine in meinem Gedächtnis, wo ich jetzt sagen würde, also um Gottes Willen oder ja, oder das würde ich nie wieder machen oder so. Okay. Im Gegenteil, manchmal, wenn Angebote kommen und man hat ein blödes Gefühl oder sagt, da kann ich mich auch nicht mit identifizieren, das ist so, nee, das ist nichts für mich. Dann kann man die ja vorher absagen. Aber wenn man erstmal im Studio ist und dann das Bild dazu hat und die Figur, das ist dann auch mein Berufsethos, dann ziehe ich das Ding auch durch, auch wenn das Okay, mal eine blöde Rolle ist. ja. Das gehört mitunter dazu. Okay. Gibt es in anderen Berufen auch. Wie ist das aber so generell? Also, wenn du jetzt SpongeBob bist und die Rolle quasi einnimmst, was macht das denn mit so einem Erwachsenen, SpongeBob zu sprechen oder so generell viele Kinderrollen? Also, macht einen das irgendwie anders? Macht einen das kindlicher oder? Ja, ich weiß nicht, inwieweit der SpongeBob auf mich abfärbt oder schon abgefärbt hat und ich da langsam verblöde oder ich denke, es ist eigentlich umgekehrt. Man will ja bei allem, was man macht, die Figur soll ja immer authentisch und ehrlich rüberkommen. Ja? Das heißt, es darf nicht aufgesetzt und gemacht sein, es muss immer irgendwie aus dir selber kommen. Und deshalb denke ich eigentlich, der SpongeBob hat mehr von mir, von Santiago, als dass Santiago sich von SpongeBob angenommen hat. Gut, so bestimmte Sachen wie diese Lache oder so, die ist natürlich dann irgendwie in einem Arbeitsprozess entstanden, Macht wo die man sagt, so wie der das im Original macht, das kann ich gar nicht. Da muss ich eine eigene Entsprechung für finden. Wie Ne? war sie denn im Original und wie machst du sie jetzt? Der Tom Kenny, das habe ich mal in einem Interview gesehen, der hat gezeigt, wie er diese Lache immer macht, mit dem Finger hier an der Kehle. Und das aber so, ja, dann macht er. Ich habe das mal probiert, geht überhaupt nicht. Okay. Und dann hatte ich so im Gedächtnis so dieses, was es früher mal gab, so ein Lachsack, den man den Leuten so unterm Sitz geschoben hat und da haben die sich Genau. hingesetzt, Das kenne ich ja, auch, oder ja. wie so ein Furzkissen oder so, Ja. gab es auch als Lachsack und dann fing der da an so, und so. Das war so meine Idee und so ist diese deutsche SpongeBob-Lache entstanden, die ja wirklich anders ist als die englische im Original. Aber sehr markant auch. Ja, und die ist inzwischen aber zu einem Markenzeichen für den deutschen SpongeBob geworden. Ne? Ja. Also ich werde immer wieder gefragt, wenn ich angesprochen werde, irgendwie, ach, soll man diese SpongeBob-Lache machen? Ne? Magst du die gerade nochmal machen? Du hast zwar gerade Er. ähnlich. Ja, Genau, das ist diese typische SpongeBob-Lache. also dieses Staccato. Ne, so. Und Ja, das aus dem die Bauch, ist. aus dem Zwerchfell. Hast du das lange geübt, die Lache? Nee, das ist wie gesagt beim Probieren so spontan Einfach entstanden. spontan, Du ja. musst das dann nur irgendwie abspeichern, damit du es immer Ja. wieder abrufen kannst. Na, wäre Ne? doof, wenn die Lache irgendwann nicht mehr funktioniert. Aus Ja, irgendeinem irgendwie, du Grund. wachst morgens auf und es geht nicht Die mehr. Lache ist Ist weg. weg. Ich habe Das meine wäre auch eine Lache. SpongeBob-Folge. Wo ist die Lache hin? Ja, der Schwamm, der sein Lachen verloren Oh, hat. fast wie Tim Thaler, so ein bisschen. Ja, muss ich auch dran denken. Ja. Lass uns doch mal ganz an deine Anfänge gehen. Mach mal einen großen Schlenker. Ja. Wie hat das bei dir angefangen, dass du Synchronsprecher geworden bist? Hast du auch mal irgendwie sowas gehabt, wo man sagt, ich möchte irgendwie einen bodenständigen Beruf machen, was jeder macht irgendwie, ich möchte Maler werden oder was Ja, jeder so macht, weit ist ist auch es ja Quatsch, gar nicht aber. gekommen. Bei mir war es ja wirklich so, dass mich damals ein Fernsehregisseur mehr oder weniger von der Straße bzw. aus der Schule entdeckt hat. Ich war In 11 Jahre der alt und ging noch in die Grundschule in Berlin. Und da war ein Fernsehregisseur, der ein Kind, einen Jungen suchte für einen Fernsehfilm, für eine Hauptrolle. Und der ging in Berlin durch die Schulen, weil er gesagt hat, ich will kein Kind von diesen Kinderagenturen. Die sind alle versaut. Ich will ein frisches Kindergesicht, der noch nie vor der Kamera war. Das ist dann in Berlin durch die Grundschulen gegangen. Und dann hat man mir hinterher die Geschichte erzählt. Es war große Pause. Er war gerade im Lehrerzimmer, hat sich mit den Lehrern und dem Direktor noch unterhalten über die Kinder, die er sich da angeguckt hat in den Klassen und guckte so aus dem Fenster auf den Schulhof. Und es war gerade Pause. Und dann sagte er: Mensch, da ist so ein Kleiner hier, den habe ich gar nicht gesehen in den Klassen.
Und da haben die geguckt, haben gesagt, nee, der ist ja schon in der 5. Klasse hier. Ne? Hat er mich dann kommen lassen, da haben sie mich mit den Zweitklässlern da in eine Reihe gestellt, alles so eine Größe. Dann hat er ein Textbuch gehabt und sagt, na, ich soll ihm mal da den Text vorlesen. Und ich damals dann so, ja klar, ich habe ja auch schon Englisch, erste Fremdsprache. So. Bin natürlich den Text darunter gelesen. Wie gesagt, ich war 11 Jahre alt und er suchte einen 6-7-Jährigen. Und um es abzukürzen, es gab dann natürlich noch Probeaufnahmen und so, aber ich habe dann halt die Rolle bekommen. Und was heute auch noch gemacht wird, dass die meisten Außenaufnahmen wegen Neben- und Störgeräuschen im Studio nachsynchronisiert waren. Ja. Mein erstes Kennenlernen oder meine erste Arbeit in einem Synchronstudio in Berlin war, dass ich meine eigenen Außenaufnahmen nachsynchronisiert habe. Das heißt, ich habe meine eigenen Texte, die ich vor der Kamera gespielt und gesprochen habe, nachsynchronisiert. Okay. Es war die Berliner Synchron in Langwitz in Berlin. Und meine Mutter war damals auch wieder mit. Und das war für mich natürlich aufregend. Ich habe mich da selber auf der riesen Leinwand gesehen. Heute sind es die kleinen Monitore, damals war es noch eine große Ach Leinwand, ne, ja, zum okay. Synchronisieren. Mich da gesehen. Den Text konnte ich, weil den hatte ich ja gelernt für die Dreharbeiten. Ja. Und habe dann immer, wenn der den Mund bewegt, immer auf mich selber dann. Das heißt, meine erste Arbeit war, ich habe mich selber auf Deutsch nachsynchronisiert. Okay. Und dann haben sie wohl meine Mutter angesprochen, sagte, ja, ganz begabt, der Kleine. Ist sehr musikalisch und hat ein gutes Timinggefühl und so. Wenn wir mal was haben und eine Kinderstimme brauchen, ne, dann hat sie ihm die Telefonnummer dagelassen. Okay. Und dann ging das so, hier Western-Serie Bonanza, wenn dann so ein kleiner Farmersjunge kam oder so, haben sie angerufen, da bin ich hin. Und so bin ich als Kind also eigentlich da reingerutscht und ging ja Also noch zur ganz durch Schule. Also Zufall es war gar wirklich. kein Berufswunsch oder so, sondern ich habe so aus Spaß und ein bisschen Geld verdient so nebenbei gemacht, neben der Schule. Und dann passierte noch was. Durch diesen ersten Film, den ich gemacht habe, ist dann doch so eine Kinderagentin aufmerksam geworden, hat mich in ihre Kinderagentur aufgenommen. Und dann habe ich von da an regelmäßig jedes Jahr, meist so in den Sommerferien, weil da die meiste Zeit war, vor der Kamera gestanden für Kinderserien damals. Okay. In 60er Jahren. Till, der Junge von nebenan, Tommy Tulpe und so. Da Das war ging bestimmt das aufregend los. für dich, oder? Also Ja, so als natürlich. Kind. Aber es hat mir einen irren Spaß gemacht. Du hast mit Erwachsenen zu tun gehabt und du wurdest ja Als auch Schauspieler so hofiert ein und so. Also man bisschen. hat sich um dich bemüht. Geht es dir gut? Willst du was essen? Willst du eine Pause haben und so? Also das fand ich schon toll. Man hat sich da natürlich dann Ja. gefühlt. Du warst wichtig, ne? Und das hat auch viel Spaß gemacht. Und irgendwann kam dann eben die Frage, willst du das später wirklich beruflich weitermachen? Oder nimmst du das so lange mit, wie es geht und suchst dann irgendwas Ja. anderes? Und ich habe noch einen alten Zeitungsartikel aus der Berliner Zeitung, die haben mich damals bei dem ersten Kinderfilm mal interviewt und gefragt, na, was ich denn später mal werden will, als vom Beruf, ob ich Schauspieler werden will. Und da steht noch drin, da habe ich dann gesagt, was wollte ich werden? Koch oder Lokomotivführer. Okay. Na, also mit 11 Jahren. Ja. Das waren so, was ich so im Kopf hatte. Das war nichts mit Schauspielerei. Das kam wirklich erst viel später. Und dann habe ich Dreharbeiten gehabt für einen Film und die Kollegin, die meine Mutter spielte, war vom Staatstheater in Berlin. Und die hat mich in der Pause dann auch gefragt, sag mal Santiago, willst du das später als Beruf mal wirklich ernsthaft machen oder machst du das jetzt noch so lange das geht? Und dann habe ich gesagt, es macht mir schon Spaß, aber ich weiß gar nicht, was ich da machen muss und so. Und dann hat sie gesagt, ich gebe dir die Nummer und die Adresse von einer guten Lehrerin und der kannst dir ja mal vorsprechen, die kann dir dann sagen, ob das was wird oder nicht. Okay. Also die meinte, sie hätte ein Talent bei mir gesehen und das wäre halt schade. Und wenn ich Schauspieler werden würde, sollte ich das da probieren. Ich dann hin zu dieser Lehrerin, Ja. die hat mir dann einen Text mitgegeben, den habe ich dann gelernt, da habe ich dann vorgesprochen. Ja, und das war es dann. Da habe ich 3 Jahre Ausbildung gemacht, dann bis zur Bühnenreifeprüfung, Was hat sie gesagt? Schauspielprüfung. Kannst du dich daran erinnern, was sie da genau gesagt hat irgendwie, als du bei ihr warst, oder? Wo ich dann vorgesprochen habe, oder was? Ja. Also ich habe, glaube ich, 2 verschiedene Sachen vorgesprochen. Und das eine hat ihr auch gar nicht so gefallen und das andere fand sie aber toll. Und dann hat sie gesagt, es wäre für sie reizvoll und sie will mit mir arbeiten. Sie sieht Potenzial und wir machen das. Okay, ja, so kam das alles. Ja, und ich habe ja nebenbei dann schon in Berlin an Kinder- und Jugendtheater, an den Kammerspielen gespielt, immer Kinderstücke. Und da war eines Tages eine Schauspielerin, die mich gesehen hat, die suchten einen Jungen für eine Rolle für die Salzburger Festspiele. Okay.
Und die hat mich da gesehen und hat sich dann Telefonnummer und Adresse geben lassen. Und da habe ich die Anfrage bekommen für die Salzburger Festspiele und habe dann in Salzburg bei den Festspielen mit Herrn Brandauer gespielt. Okay. Also das ging relativ früh los, da, Ja. und da war Synchron noch gar nicht so im Fokus. Das ist erst viel später entstanden, dann so Ende Also. 70er, 80er, 90er Jahre waren so die großen Synchronjahre. Aber das gehörte eben zu dem Schauspielerberuf immer dazu. Ja. Und Ist ja viele, auch auch Schauspiel quasi, viele Synchronschauspiel. Kollegen auch vom Staatstheater, wenn die über Tag keine Proben hatten und hatten nur abends ihre Vorstellung, na, dann sind die über Tag im Synchronstudio gewesen und haben da ein bisschen sich Geld dazu verdienen. Ne? Also es waren alles wirklich ausgebildete Schauspieler in den Synchronstudios. Das hat sich später geändert, als der große Boom kam. Ne? Da waren die paar Top-Leute, die hast du nicht gekriegt. Die waren in ihren festen Projekten. Das heißt, da mussten wirklich Leute von links und rechts und von überall her. Der Aufnahmeleiter hat seine Freundin ins Atelier geschickt, ja, oder die Katharin hat ihre Tochter oder den Sohn mal mitgebracht und die kam von rechts und links von überall, weil so viel zu besetzen und zu sprechen war, ne, als die Privaten aufgemacht haben. Ja, RTL, Sat.1, ProSieben und alles. Die haben ja aufgekauft wie blöde und dann Programm rund um die Uhr gemacht. Damals war um 0 Uhr war Sendeschluss bei den öffentlichen ARD, ZDF. Und die dritten Programme, die Kulturprogramme, die wir hatten, da war um 0 Uhr war das Testbild. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ne? Und als die Privaten kamen, da musste rund um die Uhr, mussten die senden. Und da gab es noch nicht diese Formate hier mit Reality-Scripted-Shows oder Promis Kochshows unter oder Palmen Talkshows und und so. alles, Würdest du sondern. sowas gehen, wenn wir gerade mal dabei sind? Würdest du denn zu so einem Nee. Reality-TV-Format mitmachen? Nee. Nee? Ich sollte, denke, das sollte man mit ausgebildeten Schauspielern auch nicht vermischen. Das ist ein Genre für sich. Okay. Und es ist auch okay, dass Leute das machen. Und es wird ja auch konsumiert. Und wo es eine Nachfrage gibt, da muss es auch ein Angebot geben. Also von daher. Aber das hat nichts mit dem seriösen Schauspielberuf zu tun. Das muss man Okay. einfach trennen. Das sind zwei verschiedene Sachen. Ja. Und wie gesagt, dann ging das eben los. Dann haben wir Tag und Nacht im Grunde synchronisiert. Ja? Ich Okay. weiß, wir haben 7 Tage die Woche und manchmal am Tag 3 oder 4 Ateliers. Da hast du natürlich ein Schweinegeld verdient auch. Und da haben viele dann auch spekuliert oder dann Anschaffungen gemacht und so. Und mit der großen Kirchpleite war dann plötzlich der Boom vorbei. Und es fiel sofort runter. Und da sind alle die irgendwie so später von links und rechts so reingekommen sind in die Branche. Die sind dann durch den Rost gefallen, die waren dann weg. Also da ist dann wirklich nur die Guten sind dann praktisch hängen geblieben und haben weitergemacht, weil gar nicht mehr so viele Rollen zu besetzen waren. Nicht? Der Markt war irgendwann gesättigt. Im Moment läuft es wieder ein bisschen gut durch die ganzen Streaming-Dienste. Haben wir Netflix, natürlich Amazon wieder Prime. mehr Aufträge. Denn wie gesagt, Kinofilme gibt es nicht so viele neue immer. Der Markt ist nicht Gerade so mit Corona groß. ja eh nicht, Und durch also. Corona sind viele Sachen verschoben oder auch Ja. komplett gecancelt, also abgesagt worden. Aber durch diese Streaming-Dienste und so haben wir Ja. nach wie vor, Gott sei Dank, gut zu tun. Okay. Und die Tonstudios sind alle umgerüstet, das heißt Corona-konform mit Hygieneregeln, das heißt, wir dürfen arbeiten. Das ist gut, ja. Und Wenn man schon da nicht auf haben der wir Bühne ganz sein großes kann, Glück. wenn man Ne? schon nicht auf der Bühne sein kann, dann wenigstens im Studio.